Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, das verbraucherpolitische Manko, das diesen Antrag der Linken erforderlich macht, ist schnell zusammengefasst. Ein Drittel der Bevölkerung nimmt Dispositions- und Überziehungskredite in Anspruch. Jeder Zehnte überzieht sein Girokonto mehrmals im Jahr. Alleinerziehende und Paare mit Kindern müssen häufiger auf den Dispo-Kredit zurückgreifen als Single-Haushalte und Arbeitslose häufiger als Beschäftigte. Sehr geehrte Damen und Herren, einige Zahlen belegen, wie ungerecht dieses Geschäft ist. Im Juni 2012 betrugen die Schulden aus Überziehungskrediten 42 Milliarden Euro. Der Durchschnitt der Dispozinsen in Deutschland lag im September 2012 bei 11,7%, in Einzelfällen bei über 15%. In Österreich lag der Dispositionssatz im Mai 2012 bei 5,5%, in den Niederlanden bei 6,6%. Unangemessen ist der von deutschen Banken verlangte Zinssatz aber auch, wenn man ihn mit dem Zinssatz von 0,75% vergleicht. Zu diesem Zinssatz können die Banken Geld bei der EZB leihen. Ich frage Sie, ist das angemessen? Ich sage nein. Sehr geehrte Damen und Herren, es stellt sich die Frage, wie wird diese Differenz von mehr als 10% von den deutschen Banken begründet? Das häufig genannte höhere Ausfallsrisiko dieser Kredite kann es nicht sein. Es wird von den Banken selbst mit nur 0,2% angegeben. Tatsächlich werden die Erträge aus dem Dispo-Geschäft offenbar zur Gewinnsteigerung und zur Subventionierung anderer Leistungen verwendet. Dieser Gewinn beträgt im ersten Halbjahr 2012 mehr als 2 Milliarden Euro. Es kann aber nicht sein, dass Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Arbeitslose über ihren Dispo-Kredit die günstige Kontoführung finanzieren. Sehr geehrte Damen und Herren, ein weiteres Problem, über das wir reden sollten, ist die fehlende Transparenz der Dispo-Zinssätze. Diese führt zu mangelndem Wettbewerb und Marktversagen. Nicht einmal die Hälfte der Banken veröffentlicht sie im Internet. Teilweise wird er von den Instituten regelrecht verschleiert. Und da können wir nicht von Regelung der freien Marktwirtschaft reden. Nur transparente Konditionen können jedoch dafür sorgen, dass sich das Zinsniveau bei Dispo-Krediten marktgerecht reguliert. Das zeigen die Beispiele wie Baufinanzierung und Ratenkredite. Die Banken sollten deshalb gesetzlich verpflichtet werden, die Dispo-Zinssätze auch im Internet zu veröffentlichen. Wir vertrauen weder auf die berühmte unsichtbare Hand des Marktes noch auf das Versprechen der Kreditwirtschaft, mehr Transparenz zu prüfen. Daran haben wir Zweifel. Stattdessen unterstützen wir die Forderung des Antrags, Dispo- und Überziehungskreditzinsen gesetzlich zu begrenzen. Dies könnte zum Beispiel nach der Senkung des Zinssatzes auf ein vertretbares Niveau durch eine Kopplung an einen Referenzzins erfolgen. Dass sich der Staat hier einmischen darf und muss, zeigt die in § 288 BGB geregelte Deckelung der Verzugszinsen. Sehr geehrte Damen und Herren, meine Bundestagsfraktion hat daher bereits 2010 einen Antrag eingebracht, in dem sie die Bundesregierung aufgefordert hat, eine gesetzliche Regelung vorzulegen. Auch wenn eine Entscheidung zugunsten der Verbraucherinnen und Verbraucher Anfang des Monats im Bundesrat von der Union blockiert wurde, begrüßen wir es, dass das Thema nun erneut auf die Tagesordnung gesetzt wird. Wir sind gespannt, ob die Sozialdemokraten ihren Koalitionspartner von der Notwendigkeit einer Regulierung überzeugen werden können. Diese Regulierung wird von der SPD auf der Bundesebene, aber auch in Brandenburg zu Recht gefordert. Wie sieht es in Berlin aus, liebe SPD? Ich frage Sie. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Altig. Für die CDU